Ja, komm runter. Ja, klar, schlag mal auf die Brücke ein. Das sind Zombies, so. Die sind ein bisschen weird. Zweiter Headshot. Noch ein. Noch ein, Nummer 3. Nettes Piercing hast du da. Oh, scheiße. Ja, da kommen natürlich die nächsten Zombies. Oh, das war Nummer 4. Das müsste eigentlich gereicht haben. Guck mal hier, 4 in die Schnauze. 4 in die Schnauze. 4 Headshots. Komm. So, gehen wir den nochmal wieder. Jetzt müssen wir die anderen paar noch holen, dass wir hier wirklich einen Stiff nochmal hier vorne ein bisschen säubern. Dann könnten wir nämlich von oben sonst den Wolf nämlich dann mal so ein bisschen in die Schranken weisen. Hoffe ich. Da ist auf der anderen Seite noch ein Wolf. So. Also einmal schießt man sie down. Der Loot gefällt mir aber. Das ist, kann man machen. Na, Freunde. So, da. Ach, ich wollte gerade sagen, was kommt da? Jetzt kommt jetzt der Wolf angelatscht. Schön wäre natürlich, wenn wir das Reh. Na, das Reh haut natürlich schön wieder direkt ab, die kleine Sau. 20 Pfeile haben wir noch. Dann gönnen wir uns noch den. Das heißt, wenn man den dann treffen würde. So, hier bin ich, genau. Der war sauber. Auch gut. Jetzt steht er nochmal auf. So, ach, komm ran. Warte, wie habe ich den denn am Hinterkopf getroffen? Wie soll ich den denn geschossen haben, den Pfeil? Das ist so ein John F. Kennedy-Pfeil oder was? So. Ja, da guckst du blöd. Naja, jetzt guckst du nicht mehr blöd. So, was ist das Vieh? War hier nicht eben noch eine Krankenschwester? Weißt du was? Haben wir einen Schlafsack dabei? Haben wir nicht. Pass mal auf, dann werden wir gleich erstmal einen Schlafsack machen. Ja gut, ich brauche sowieso erstmal Gras. Dann machen wir uns nämlich erstmal einen Schlafsack und machen uns oben erstmal einen Spawnpunkt hin. Für den Fall der Fälle. Oh, komm, der war... Nein. Na gut, der zweite war nicht sauber geschossen, aber... Der war auch nicht sauber geschossen. Der war gut. Der war gut. Komm, steh mal auf, dann schieße ich dich gleich wieder runter, du. Ja. Och. Komm, zwei Kopftreffer. Jetzt siehst du aus wie ein Hirsch. Du hast nichts. Okay, dann bauen wir uns jetzt mal nach oben. Machen wir mal den Azrak. So. So, ist hier oben noch. Ja, hier oben ist noch wer. Oh ja, hier oben ist noch wer. Und hier oben. Ja, schön. Ey, sag nicht. Ich wollte schon sagen, ist hier oben noch ein Wolf, dann drehe ich aber offiziell durch. Scheiße. Warte mal, kommt mal wieder runter hier. Ich werde die anderen auch mal aufwecken. Die sollen mal, komm mal ran, Jungs und Mädels. Hier, komm mal ran. Komm mal ran. Komm mal alle zu mir. Folgt mir mal unauffällig. Dann trinke ich euch nämlich mal aus. Nein! Ja, toll. Natürlich. Natürlich kommt der Wolf jetzt zu mir. Das sind 30 Zombies, an denen er sich vergehen kann. Und der Wolf kommt zu mir. Oh, jetzt mal gucken. Warte mal. Wir machen das. Oh, warte mal, wir machen das mal so. Wir sind ja nicht ganz so blöd. Obwohl hier kann auch der. So, mal gucken. Gucken uns mal Battle an hier.
Kommt der hier hoch? Ich nicht so, dass ich mich freue. Also, ein Tier getötet zu haben, das freut mich natürlich überhaupt nicht. Aber wegen Notwehr und so. Also, ein bisschen. Ne? Scheiße, jetzt haben wir noch 8 Pfeile. Das ist, ja. Haben wir noch Federn? Haben wir natürlich nicht. Gut, wir hätten noch Stahl. Was ist das denn? Sind das normale Pfeile? Stahlpfeile. Ich sehe den. Oh, jetzt kommt gerade alle zu mir. Kommt doch alle zu mir. Oh, der war aber schön durch. So, komm mal hier rüber. Hä? Ja, du kannst auch wieder. Jetzt laufen sie wieder zurück. Reicht das jetzt? Ne, er steht natürlich wieder auf. Mann. So. Moin, Jungs und Mädels. Alles gut bei euch? Wie viele Zombies sind hier bitte? Da kommen auch noch welche raus. Alter, sag mal, wie viel spawnen denn hier bitte? Klein bin ich übertrieben. Wie viel habe ich noch? 7. Oh, wie, was? Hä, wen habe ich denn da getroffen? Ach, den da hinten habe ich getroffen. Okay, ja, gut, na gut. Will mich nicht beschweren. Oh, ey, komm. So, dann. So langsam müsstest du aber auch mal so ein bisschen. Danke. Dann kannst du mir nämlich mal die Pfeile wiedergeben. Gib mir mal die Pfeile her, ich muss töten. So, komm ran. Mensch. Letzter Schuss. Letzter Schuss, ich brauche Steine und mutmaßlich Holz ein bisschen. Ja, ein bisschen Holz brauche ich, ein bisschen was von allem. Wird auch langsam Zeit, wir haben 17 Uhr. Was schreibt ihr wieder für ein Saukram? So, Steine brauche ich noch. Out of Stamina, natürlich. Stamina, los, lad auf. Ich meine, immerhin haben wir 23 Fleisch. Das ist schon mal nicht verkehrt, auch wenn wir wissen, dass wir da nicht viel rauskriegen. Aber es sind immerhin 4 Stück Fleisch, die wir verbraten können, im wahrsten Sinne. So, wo sind sie jetzt hin? Sind die weg oder wie? Okay. Nee, da sind sie gerade. Die suchen mich wahrscheinlich gerade noch. Na, da kommt er schon an, siehst du.
Da ist man guckt, hä, wo ist der denn jetzt wieder hin? Also schön verpisst, ne? Aber nein. Nein, natürlich nicht. So. Ach, ich erschreck mich doch nicht so, Schwein, du. Ach Gott. 36. Auch nicht so toll. Aber immerhin. So, komm mal ran. Vielleicht den einen noch hier wegfräsen. Na, siehst du mal. Machst du. Oh, ich wollte sagen, machst du Yoga. Oh, ja, schön. Ja, ja. Oh, ne. Oh, komm, Rocker. Lass mich doch in Ruhe. Komm, ich baue mich da jetzt hoch. Fertig ist. Es müssen hoffentlich alle Zombies da oben vom Dach weg sein. Hoffe ich. So, nehmen wir mal meine Dingenskirchen. Ah, guck mal hier, was sie hier schon kaputt gemacht haben. Das kann natürlich sein, dass es vorher schon so gewesen ist, aber... So, wie schaut es hier jetzt aus? Und da sind wieder neue gespawnt, ne? Oh, nee, komm. Du hast 4 Pfeile in der Schnauze. Was willst du denn noch? Einen 5. Gut, macht natürlich Sinn. Aber Alter, ist mal gut jetzt, oder was? Ist es mal gut, oder nicht? Meine Fresse. Krepier doch endlich, guck dir das mal an hier. Das ist doch nicht. So, nun gib mir mal meine Pfeile wieder wenigstens. Mann. So, ich mache jetzt erstmal, was ich als erstes mache. Ich werde ja erstmal den Schlafsack, den ich habe. Den werde ich erstmal craften. So, den lasse ich nochmal kurz in Ruhe. Ich werde mal kurz meinen Schlafsack setzen, damit wir zumindest einen Spawnpunkt hier haben. Dann sind wir erstmal. Ich will nicht sagen save, aber dann haben wir erstmal. Haben wir zumindest erstmal einen Anlaufpunkt hier. Oh, was ist das für ein. Was ist das für ein Tag heute? Was für ein Streamer. Was für ein Streamer-Tag heute? Mann, du, ehrlich. So, dann packe ich mal da ein. So, dann wollen wir den auch mal gönnen. Auf die Entfernung. Flupp. Auf die Entfernung treffe ich dich, Mado. Ist das die Möglichkeit? Das Spiel, glaube ich, will mich heute richtig fertig machen. Und nicht unter den Rock gucken. So, jetzt haben wir es. Wenn sie zum zweiten Mal down gehen, dann war es das. So. Guck mal, ein Einhorn. Das Spiel, ne? So, komm runter da. Ist da noch ein Zombie? Oh, hier ist noch ein Fall. Nordische Akupunktur, genau. Wir machen ein bisschen Facelifting heute. Na komm ran hier, ich habe jetzt nicht den ganzen Tag Zeit. Ich habe schon den ganzen Tag verplempert mit euch. Ich hätte schon ein 10-stöckiges Haus in der Zeit bauen können. So, jetzt aber ruhig. Mann! So, gib mir meine Pfeile gefälligst. Mann, das ist aber schwierig heute, der Tag. So,
Müssen wir auf der Seite mal gucken, weil hier war, glaube ich, die Leiter, ne? Hier war die Leiter. Hier können wir sonst mal das mal markieren, dann wissen wir, wo die Leiter ist. Da, da. Ja, genau. Sag jetzt nicht, da, du kommst jetzt da nicht hoch, ne? Ja, natürlich kommt er hier hoch. Was erwarte ich auch. Nee, du kommst nicht hoch? Hä? Warum kommst du... Ah, jetzt kommt er hoch. Ich denke, die haben die Leiterbewegungen verbessert von den Zombies. Anscheinend nicht. So. So, du komm hoch hier. Ich will dich abknallen. Was machst du denn? Warte mal, ich kann doch eigentlich noch mal... Warte mal, Zombie. Bin gleich bei dir. Ja, jetzt hat er es natürlich raufgeschafft in meiner Abwesenheit. Oh, liefert. Ihr wollt mich fertig machen. Ihr wollt mich fertig machen. 20, 21 Pfeile. Ob das reicht für ihn? Ja, ich hoffe es doch. Aber wenn ich so treffe, natürlich. Ja. Er hat natürlich den Stahlbart. So, stehen wir gleich wieder auf. Dann kann ich die gleich wegpusten. Nummer 3. In the face. Ja, komm, noch ein Stück nach vorne. Ja. Du wirst es aber auch wissen, ne? So, haben wir noch ein bisschen Holz. Ne, haben wir nicht. Sehr gut. Pass mal auf, wir schlagen mal die unterste mal weg. Ich will hoffen, dass das die Zombies beeindruckt. In Form von nicht hochklettern und so. Das mal reparieren. Ja, komm, mal fertig. Mach fertig. Hatte schon. Achso, Entschuldigung. Ach, kann sich auch nur um Jahre handeln gleich. Encumbered. Haben wir eigentlich Steine noch dabei? Ein Hauch von nein. So, stimmen wir gleich auf. Wir haben auch nicht mehr so viel Zeit. Ich würde ganz gerne noch die unterste Leiter noch wegkauen. Oh, toll. Nein! Oh, ihr Dreckschweine. Ihr kleinen Bastarde. Das ist natürlich die Frage, sollte ich es riskieren mit... Ich versuche es mal mit dem Knüppel. Das hat von euch auch ganz gut geklappt. Mit einem Schlag. Guck mal, ganz gut. Nein! Nein, schlag sie doch! Schlag sie doch! Schlag sie doch! Na, ich sterbe. Ey, warum? Ich stehe doch direkt vor ihr. Ich bin sowieso tot. Ey, ich stehe direkt davor. Ich stehe direkt davor. Wie soll ich denn da noch reinprügeln, sag mal? Die Zombies können jetzt auch Leitern craften. Ja, ihr seid... Ihr gönnt mir auch nix. Ihr gönnt mir auch nix. Erscheine auf dem Bett. So. So. Ja! Natürlich! Ich bin auch nur über die Leiter runtergegangen. Das Spiel will mich jetzt fertig machen heute. Das Spiel will mich wirklich heute fertig sehen. Ich habe so irgendwie das dumme Gefühl, dass der Abend nicht ganz von Seven Days geprägt sein sollte heute. Ah.
Mann, 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 Mann. Es kann natürlich durchaus sein. Er haut mich. Okay, sie kommen noch. Die kommen trotzdem noch hoch. Ja, ich bin tot. Ja, ich bin tot. Zwei. Komm, Schlag zufällig ist. Warum zeigt das? Ey, heute läuft aber auch nix. So, jetzt kann ich auch nirgendwo spawnen. Ich kann nirgendwo spawnen. Ich kann nicht auf meinem Bett, ich kann nicht beim Bett spawnen. Oh Mann, ey. So langsam ist aber auch echt mal gut, ey. Spiel, du. Du Spiel, du. Du Elendes. Ja. Und jetzt? So, ich bleib jetzt hier sitzen. Es passiert nichts. Bleib jetzt ganz ruhig. Wo bin ich überhaupt? Also ich bin auf dem Dach und die Zombies sind abgehauen, aber. Ja, natürlich. Typisch Zombies. Wie beim One-Night-Stand, weißt du? Ja. Außer, dass sie sich nicht zerfleischen beim One-Night-Stand, aber sie hauen danach gleich wieder ab. Ist das Elend. Was für ein Tag heute. Was für ein Tag. Naja. So, an dieser Stelle werde ich jetzt mal einen kleinen Cut für YouTube machen und dann, ja, ich warte wieder die Nacht ab, warte bis zum nächsten Morgen und dann versuche ich mal hier die Basis ein bisschen zu safen, dass wir nicht alle paar Minuten sterben oder immer nur in Gange sind, die Zombies zu killen. Das ist so ein bisschen, ja, so ein bisschen schwierig gerade. Naja, schauen wir mal, wie es dann am nächsten Morgen 4 Uhr weitergeht. So, da sind wir auch auf YouTube wieder. Es war keine entspannte Nacht. Ich wurde natürlich noch mal ein bisschen angegriffen, das ist natürlich klar. Was soll auch sonst passieren, aber was willst du machen? Du kannst nicht neben dem Bett spawnen, du kannst nicht woanders spawnen. No chance. Keine Möglichkeit. Ich würde sagen, wir holen uns erstmal jetzt ein bisschen Material. Das heißt, ein bisschen Holz, ein bisschen Stein. Dass wir uns zumindest ein paar Pfeile craften können, weil ich habe jetzt zumindest noch 112 Federn. Da könnte man noch ein bisschen was tun. Und die Zombies, die treiben sich da auch nochmal irgendwie rum. Ich muss erstmal sehen, dass ich heute im Laufe des Tages das Dach so ein bisschen safe kriege. Wobei safe ist ja auch relativ. Da kommt ja auch schon der nächste wieder da hinten nach. Farmer Boy da hinten. Aber der haut jetzt schon wieder ab. Hast keinen Ton gehört, ne? Meine ich nämlich. Weil auf den Ton hätte ich ja reagiert, dann wäre ich weggelaufen. Aber vielleicht hatten wir ja sogar schon Tag, als die Horde kam. Das wäre natürlich super. Wird denn die Zombies eigentlich noch das Fleisch in der Tasche? Das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Es ist gut möglich, dass sie das tun. Ich habe natürlich auch keine Steine mehr dabei. Aber ich bin natürlich auch noch nicht dazu gekommen, das Fleisch jetzt in eine Box zu packen, weil ich nicht das Holz für eine Box hatte. Also du siehst, das ist alles ein bisschen schwierig. So, was ich aber schon mal ganz cool finde, ist, dass die Axt wieder... Na, da kommt der nächste Baggerloot. Dass die Axt an den Platz wieder zurückspawnt, wo ich sie rausgeholt habe. Ich brauche einfach mal ein bisschen... Ja, natürlich. Momentan gehen mir die Zombies so ein bisschen auf den Keks. Nicht, dass sie es auch sonst nicht tun würden, aber es ist hier ein bisschen... Gerade ein bisschen nervig an der Stelle, aber vielleicht soll es ja auch so sein wegen den POIs. Ich weiß es natürlich nicht. Ich weiß ja nicht, wie die KI aussieht in dem Augenblick. Aber es ist gerade so ein bisschen unfair. Aber gut, ich will mich nicht beschweren. Ich habe ja selber gesagt, man muss halt ein bisschen üben, man muss sich ein bisschen auf das Spiel einstellen. Und das machen wir natürlich auch. Da muss man erstmal schauen, dass man damit zurechtkommt. Nur ganz ehrlich, also das wird schon ein knackiges Spiel. Vor allem, das ist ja jetzt ja noch der Anfang. Stellt euch doch mal vor, wie es nachher ist, wenn ihr im Level steigt, dann steigt natürlich auch der Schwierigkeitsgrad der Zombies. Also das ist, ja, das könnte schwierig werden. Mohorst, guten Tag.
Setz den Schlafsack auf die Brücke oben, dann kannst du wenigstens sicher spawnen. Ja, sicher auch nicht. Da kann ich nämlich nicht sicher spawnen, weil die Zombies nämlich auch die Brücken hochklettern. Hat man ja vorhin... Hä, hallo? Weil die Zombies, die Krankenschwester zumindest vorhin, die hat ja auch, die konnte ja auch ganz normal hochklettern. Und wenn da eine... Wenn die Wegfindung dementsprechend gut ist, was sie ja ist, dann kommen sie auch auf die Brücke. Also es spielt eigentlich gar keine Rolle. Da kann die auch auf dem Haus sitzen, das ist auch egal. Nur da haben wir wenigstens auch ein bisschen mehr Fläche. So, pass mal auf. Dann können wir gleich mal so ein paar Pfeile machen. Die kennen aber auch keine Pause, ne, die Jungs und Mädels. Die kennen keine Pause. Und ich muss ja nochmal einen Rahmen bauen. So, komm mal ran. Zumindest, dass wir mal den Bereich hier ein bisschen säubern. Da kommt der nächste angewackelt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Zombies so gestrickt sind. Achso, die ist schon hin. Achso, ich dachte, die hätten wir... Okay, die laufen wieder weg. Gut, dann habe ich nichts gesagt. Aber wir müssen die sowieso killen. Das sind ja noch die von der letzten Nacht, behaupte ich mal. Da geht es mir schon wieder los. Wieder den ganzen Tag dabei, diese komischen Zombies hier zu killen. Vor allem ist es natürlich auch wieder eine Frage, wie bauen wir dann unser zukünftiges Haus? Also wenn wir irgendein Let's Play starten, mit welcher Strategie gehen wir dabei? Wie bauen wir die Häuser, dass wir da safe sind einigermaßen? Ja. Ich sag ja, kommst hier nicht weg. Da sind nämlich auch schon wieder da hinten zwei, drei. Das Schlimme ist, dass sie hier spawnen in dem Haus. Also muss tatsächlich schon selber bauen, weil hier irgendwo einzuziehen, das macht, glaube ich, nicht so viel Sinn. Ja, vielleicht mal hintereinander stellen, treffe ich 100 pro. So natürlich nicht. So, bis hin. Ah. Ach komm. Zähl doch nix. So. Wie sehen jetzt eigentlich die Horden aus? Wittern die einen immer noch durch alles hindurch? Ich fand das immer recht übertrieben. Das dürfte eigentlich immer noch so sein. Die haben ja jetzt erst, deswegen haben sie jetzt erst dieses neue Wegfindungssystem, haben sie jetzt erst eingebaut. Also, die finden einen jetzt noch einfacher als vorher, würde ich mal sagen. Und die suchen nach Schwachstellen. So. Das Problem ist, wir sind natürlich noch so weit am Anfang, dass wir nicht die Möglichkeit... Guck mal, hier steckt das noch dran, sehr schön. So weit am Anfang, dass wir nicht wirklich die Möglichkeit haben, jetzt groß Kills zu machen. Wir sind halt einfach zu lange... Ich bin halt momentan zu lange beschäftigt, die Zombies auszuknipsen, weil wir eben noch nicht so den Schaden haben. Das ist eigentlich so das Problem gerade. Wir verpleppern also so viel Zeit. War nicht hier... Eigentlich müsste nicht hier auch irgendwo mein Rucksack sein? Den ersten Rucksack, wir sind ja zweimal gestorben. Und hier kommen sie trotzdem noch hoch. Auch bei... Auch bei... ein Abstand. Das heißt, wir machen uns hier mal so eine kleine Sprungschanze. So, das ist es nämlich. Guck mal, hier hast du wieder zwei... Bist du wieder mit den zwei im Rumspielen? Da ist noch ein dritten. Du kommst hier nicht dazu. Ich will einfach nur ein bisschen safe rahmen, den Bereich hier. Wir müssen ein bisschen skillen. So, steh mal auf. Ah, so, dann haben wir gleich die Holzrahmen auch aufgewertet. Ich weiß gar nicht, war das jetzt 5 von 6 oder... Nee, uns fehlt noch das Campfire.
Dann hätten wir nämlich dann schon die Quest für den Händler. Ach so, bist doch tot. Der letzte Treffer ging irgendwie in die Hand oder so. Ich, ja, na gut, soll mich jetzt nicht stören.